nochmal neu. Und Butter im Aldi für 2,95 Mark gekauft. Und ich war begeistert. Es hat so gut geschmeckt. Also wirklich, Alter. Ey, du laberst ja eine Scheiße. Ich glaube, du spinnst. Ich hau dir gleich in die Fresse. Du voll Spaß, die laber mich ja nicht an. Herr Data, ich bin entsetzt über Ihre Aussprache. Hey Arschloch, wenn du mir hier einen von Butter vorlabern willst, ja, dann kann ich dir gerade ein paar Zähne ziehen. Oder ich hau dir direkt einen in die Schnauze. Volles Schwein, du. Sauf lieber mal ein bisschen weniger. Du hast hier ein Raumschiff zu führen. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wird langsam mal Zeit, dass hier die scheiß Szene endlich mal zu Ende geht, Junge. Du läufst immer nur neben mir rum und sagst überhaupt gar nichts und... Hm? Bitte mal bitte auf der Brücke melden. Bitte mal verstanden. Ja, Data, ich... Ich wollte dir nur noch sagen, dass ich sie liebe und verehre und ich sie gerne mal ficken würde, bevor es keine Butter mehr auf dieser Welt gibt und alle Pflanzen verwelkt sind. Also bis zum nächsten Mal, du alter Fick. Also, Herr Bücker, ich liebe sie und doch ihre Glatze, ich hasse sie, weil ich mag sie nicht. Also, wenn ich kurz mal unterbrechen darf, also, Herr Bücker, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also, Sie dürfen das nicht so ernst nehmen. Sie ist wahrscheinlich nicht geistig umgeachtet und, sie hat gestern auch irgendwie wieder Drogen eingenommen. Das habe ich selber gesehen. Wie sie weißes Bruder durch die Nase schnupfte und dann kräftig hinaufzog und ihr Kopf gegen die Wand hielt. Wo bin ich denn hier gelandet? Die Säcke! Drogen! Klatzen! Hab ich ja noch nie gehört! So ein Unsinn! Labert ihr denn für einen Scheiß hier? Schnauze, sonst fliegst du raus. Oder was meinst du dazu, Riker? Ich will aber auch mal Captain sein. Du kannst ja einen wichsen, Junge. Oh Mann, dass ihr immer streiten müsst, ist ein so böse. Wolf, hör auf zu quengeln, sonst gehst du ins Bett. Entweder hältst du jetzt die Schnauze, oder ich muss dir die Ohren mal langziehen, Junge. Hast verstanden? Ja. Nee, du bist böse. Wie schmeißen die jetzt raus, Wolf?